Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein Unboxing von einer Softbox. Die habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, weil meine Lichtsituation im Büro ist wirklich bescheiden und ich habe mir da selber ein bisschen was gebaut, aber ja, so toll ist das auch nicht. Ich blende es mal ein. Wie man sieht, ist der reine Pfusch. Aber die ersten drei Videos, ich glaube, ganz so schlecht funktioniert hat es dann auch nicht. Hat dann ein bisschen diesen Gelb-Touch drin im Licht, aber irgendwie fand ich es cool. Ich fand es sah eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Wie auch immer, ich möchte auch nicht Tausende von Euro investieren in professionelles Equipment, wo man auch noch gar nicht weiß, wie und wohin das Ganze führen wird. Deswegen habe ich mir eine relativ günstige Softbox gewünscht. Die hat 42,99 € gekostet von Amazon. Ist von der Firma Raleno, ganz toll, Raleno. Und ist hier die Single-Version, das heißt, da ist nur eine Softbox drin. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Und was ich jetzt schon sagen kann, ist, es stinkt wie Hölle, ohne Witz. Das ist wieder dieser typische China-Schrottgeruch. Also ganz ehrlich, penetrant. Seid froh, dass ihr das jetzt nicht riechen müsst. Aber gut, die Erfahrung sagt, meistens verfliegt es relativ schnell. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Öffnen mal das Täschchen. Ist ja schon mal gut, dass ein Täschchen dabei ist. Da kann man alles schön verstauen, wenn man es dann doch irgendwann mal mitnehmen muss. Und fangen mal mit dem ersten Inhalt an. Und gucken mal, was das ist. Und ich vermute schon, weil es ziemlich weich ist. Genau. Hier ist wohl die Softbox an sich drin. Oha. Okay. Machen wir erstmal das Teil hier. Das wird wahrscheinlich die Box sein. Hier hinten haben wir auch einen Anschluss für den Strom nachher, um die Birne zu betreiben. Die Aufhängung für Stativ, was auch mit dabei sein soll. Das ist nämlich ein Kit. Oh je, hoffentlich kriegen wir das alles aufs Bild. Und hier ist dann die Softbox an sich. Ich werde die Maße mal einblenden, weil ich es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht im Kopf habe. Ich möchte das Teil jetzt aber erstmal auf die Seite legen kurz, weil das doch recht groß ist. Wir machen mal weiter, wir bauen es dann nachher zusammen. Hier ist wahrscheinlich die Abdeckung für die Softbox drin, also das Tuch, was man vorne drauf spannt, was dann so ein bisschen diffuses Licht macht. Ich schmeiß das einfach mal hier hin. Und ja, so ist es. Ach, na komm her und auch schön groß, bin echt gespannt. Und ja, riecht genauso penetrant wie der Rest. Dann schauen wir mal weiter, was wir noch Tolles haben. Das da. Das Paketchen hier. Da wird höchstwahrscheinlich dann die Birne drin sein, also das Leuchtmittel für die Softbox. Kann mal weg. Und jupp. Puff, weg ist er. So ist es. Es ist eine 85 Watt Birne mit 5500 Kelvin. Soll reinweiß sein, glaube ich. Werden wir dann sehen, wenn ich es dann unten mal teste im Büro. Und ob 25 Watt jetzt, 85 Watt jetzt ausreichen oder nicht, keine Ahnung. So sieht das Teil aus. Muss sagen, ein Riesen-Oschi. Ich glaube, ich habe noch nie so ein großes Leuchtmittel in der Hand gehabt. Und was mir schon auffällt beim Drehen, ich hoffe, ihr hört das. Es ist gleichzeitig auch eine Rassel. Also nicht sehr vertrauenserweckend, aber ich hoffe, das ist nur ein Stück Plastik und das Teil wird trotzdem funktionieren. Legen wir die auch mal auf die Seite geschwind. Und schauen mal weiter in das Täschchen rein. Das letzte Teil, das muss dann das Stativ sein. Ach nein. Noch eine Bedienungsanleitung. Na, ich habe gesagt, riecht nach China-Schrott. Klar, eine chinesische China-Anleitung. Nein, Quatsch. Sind auch noch andere Sprachen drauf. Englisch. Ja, wie auch immer. Das braucht eh kein Schwein. Das kriegen wir auch ohnehin. Die Tasche ist leer. Die schmeißen wir weg und schauen uns mal das Stativ an, das doch ein recht gutes Gewicht hat. Eigentlich verwundert. Oh, la, la, la. Kommen wir raus. So.
Ja, fühlt sich recht stabil an, sieht aber sehr merkwürdig aus. Ja, schauen wir mal, was wir da dann nachher mit anfangen können und wie groß das dann wird. Vielleicht so, keine Ahnung. Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Ja, jetzt gerade beim leichten Ausklappen merkt man schon, das ist jetzt nicht das bombenfesteste Stativ. Aber gut, es wird seinen Zweck erfüllen. Die Softbox wiegt ja auch nichts und es lässt sich doch ziemlich hoch ausklappen. Ich glaube, 1,90 Meter steht in der Beschreibung drin. Aber ich habe die komplette Softbox unten verlinkt, könnt ihr auch mal nachschauen. Ja, bis jetzt muss ich sagen, man merkt, dass es eben nicht 200 Euro gekostet hat, sondern 42. Aber gut, so ist es halt. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck und es hört auf mit Stinken. Das wäre schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Ich würde sagen, wir bauen das Teil mal auf. Und ich hoffe, das kriegen wir hier hin, dass das auch aufs Bild kommt. Also, das hier ist so eine Art Regenschirmmechanismus. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke auf diese Lampenfassung, dann spannt sich die ganze Box. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass die ganz simpel mit der Lampe hier, ja, tut es auch mit der Lampe hier, die dreht man einfach hier oben ein und dadurch spannt sich quasi der Regenschirm auf. Ah, schon beim Drehen ins Gewinde merkt man da, dass das nicht so, das hört sich nicht so toll an. Ich ziehe es jetzt trotzdem mal gut fest, so, bevor es bricht, so sieht das Ganze dann aus. Und wir können ja mal kurz einstecken. Weil wenn das Leuchtmittel nämlich kaputt ist, kann er auch gleich aufhören, das Ding wieder einpacken und zurückschicken. Ne? Ja, gibt es auch manchmal. Wäre auch nicht so schlimm. Bei Amazon gekauft, da ist das eigentlich nie wirklich ein Problem, wenn man eine Reklamation hat. Jesus Gott, schau dir mal das an. Also, oh, ein Draht drum, tausendmal zugezwirbelt. Ja, okay. Erfüllt seinen Zweck. Und wer wenig Geld ausgibt, darf sich über solche Kleinigkeiten auch nicht beschweren. Ich habe hier hinten auch eine Steckdose. Da stecken wir das Ding mal rein und wahrscheinlich werde ich jetzt gleich zittern, weil ich einen Schlag kriege. Bis jetzt noch nicht. So, dann schalten wir das Teil mal an und ich schaue jetzt mal nicht direkt rein, obwohl 85 Watt wird jetzt nicht so kritisch sein und klack, es werde Licht. Tatsächlich, es funktioniert und oh, was soll ich sagen? Na, sieht man schon den Unterschied? Nee, Quatsch. Funktioniert. Sehr schön. So weit, so gut. Dann würde ich sagen, bespannen wir das Teil mal vorne mit dem Stoff, der da dabei ist. Jetzt gucke ich mal, wie ich das irgendwie hier hinkriege, weil ich habe ja dann doch ein bisschen Platzmangel und ihr sollt ja auch sehen, was ich hier tue. Und das Bespannen scheint ganz einfach zu sein. Das kann man hier einfach über die Ecken legen. Oh, und Klettverschluss. Genau. Wo man keine Ideen hat, wie man es richtig macht, macht man Klettverschluss. Geilste Erfindung ever. Kleber und Klettverschluss. Und wir sparen uns die Schrauben, wir nehmen Klettverschluss. So. Also nur damit ihr es mal seht, das ist hier so, das sind so Ecken. Und die kann man hier drüber ziehen und dann sind hier Klettverschlüsse. Also hier ist einer, hier vorne ist einer und jeweils an jeder Seite jeweils einer. So, jetzt verschwinde ich mal. So sieht das Ganze dann aus. Mal. Hier haben wir noch eine tolle Schrift drauf. Brauchen wir alles ganz dringend. Mal von hinten noch. Eigentlich bis jetzt gar nicht so übel. Jetzt machen wir es nochmal an mit dem Ding vorne dran und dann schaut das Ganze, hoppala, so aus. Ja, denke ich, kann man nicht meckern. Und das soll ja dann einen irgendwie so ein bisschen anstrahlen, damit das besseres Licht ist. Und, na, keine Ahnung. Das schauen wir uns dann im Büro dann an. Da werde ich mal einen Vergleich machen zwischen alt und neu. Wie gesagt, kein Fotograf, kein Filmer. Alles nur Hobby, keine Ahnung, gut, schlecht, Licht, Schatten. Ich habe mir zwar wirklich haufenweise, ich muss gerade mal raus, haufenweise Videos angeschaut zu den ganzen Themen,
Aber wenn man da sitzt und denkt, oh, man fängt jetzt mit dem YouTube-Kanal an und jetzt schaust du dir mal die ganzen Videos schon mal an, damit alles richtig machst. Also bei mir zumindest ist es so, einen Tag später habe ich alles vergessen. Da weiß ich gar nichts mehr. Deswegen haben wir gedacht, komm, Learning by Doing. Jetzt, wo ich eine Softbox habe, werde ich natürlich noch mal ein bisschen YouTube anschmeißen, noch mal schauen, wie richtet man sowas ein. Aber dann habe ich das Ding auch in der Hand und kann ein bisschen spielen und dann bleibt es auch in der hohlen Birne drin. So, jetzt haben wir hier das Stativ, wie gesagt. Das hat hier vorne so ein Pönöbel dran. Und der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach, hoffe ich, hier drauf gesteckt. So ist es. Ah, und schon den Finger verklemmt, verdammt nochmal. So, da kann aber der Schiener schon nichts dafür. Das wird einfach hier drauf gesteckt und dann mit dieser Flügelschraube gekondert. Ja, sehr schön. Und jetzt hebt das. Wunderbar. Was kann man noch drehen? Hier kann man wahrscheinlich dann an dieser zweiten Flügelschraube hier, in der hier, kann man dann die Drehbewegung wahrscheinlich stoppen. Genau. Und dann haben wir noch die hier, die hält die Stange fest. Alles klar und verhindert dann auch, dass die sich dreht, wenn man sie zuschraubt. Na, so sieht das Ganze dann aus mit Stativ. Das Stativ ausklappen, es sollte auch nicht sonderlich schwierig sein. Jetzt sieht man da dann einfach die einfach, habe ich einfach gesagt. Na gut, man muss halt auch die Schraube öffnen, vielleicht geht es dann einfacher. Zieht man einfach die Füße raus und dann kann man das auch hinstellen. Und jetzt bin ich da oben an die Tischlampe gekommen. Dann kann man das da hinstellen und jetzt steht die Softbox im Prinzip auf dem Tisch. Ja, das schlägt mich hier auch ein bisschen, weil das Ding ist wirklich nicht klein. Ja gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich schnapp das Teil, pack's in den Keller, baue es mal richtig auf, mache ein paar Videos mit der jetzigen Lichtsituation und danach mit der Softbox. Und dann können wir mal gucken, ob sich das gelohnt hat und wie toll das dann am Schluss funktioniert. Ja, also gut, dann bis gleich. So, zurück im Keller habe ich die Softbox mal aufgebaut. Momentan ist noch mein altes Licht an. Ich habe die Softbox direkt daneben positioniert. Ich blende auch immer Fotos ein oben, damit ihr seht, wie das positioniert ist. Und dann switche ich jetzt einfach mal das Licht hin und her. Und es wäre vielleicht ganz gut oder ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreiben würdet, was euch besser gefällt. Ich werde die Softbox dann auch verschieden positionieren im Raum und wir schauen einfach mal, was bei rumkommt. Ja, und los geht's. So, und hier haben wir jetzt genau die gleiche Kameraeinstellung, alles gleich. Allerdings steht die Softbox direkt neben dem alten Licht und ich bin echt gespannt. Ich sehe es ja jetzt auch noch nicht. Ich sehe es ja beim Bearbeiten, wie das wirkt. Ich glaube, es könnte ein bisschen erhellt sein, weil es ist doch ziemlich nah. Ich werde mal die Softbox noch ein bisschen weiter weg positionieren und wir versuchen das Ganze dann nochmal. So, jetzt habe ich die Softbox quasi rechts neben mir stehen. Die steht da circa 1,5 Meter von mir entfernt. Und strahlt jetzt auch gar nicht mehr direkt auf mich, sondern die strahlt an die Decke. Und meine Decke ist genau wie das Holz hinter mir, einfach weißes Holz, reflektiert ganz gut. Jetzt fühle ich mich ja nicht mehr so grell angeleuchtet. Ja, ich hoffe, so geht es auch, weil so wäre es ganz angenehm für mich zumindest zum Arbeiten. Spielt auch jetzt keine Rolle, ich spiele damit noch ein bisschen rum. Ihr werdet es ja dann in den nächsten Videos sehen, was ich für endgültige Positionen gemacht habe. Da können wir sicher dann auch irgendwann noch mal drüber reden. Ich muss jetzt ein bisschen probieren. Aber ihr habt ja vorhin den Unterschied gesehen mit Softbox, mit dem alten Licht. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ziemlich schwierig, weil dieses weiße Licht, was einen so komplett hell ausleuchtet, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ich mag den gelben Schein von meiner alten Lampe. Ja, muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen spielen. Das kriegt man dann sicher auch schön hin. Es liegt natürlich auch daran, dass ich mit meinem Handy aufnehme. Da brauche ich relativ helles Licht leider. Ich hätte auch viel lieber, dass der Raum schön dunkel ist und ich dafür im Hintergrund bei mir die LED-Beleuchtung ein bisschen sehe. Aber gut, das kriegen wir irgendwann alles hin. Heute geht es um die Softbox. Ein kurzes Fazit von mir.
Ich muss sagen, ich finde die Softbox wirklich gut. Das Stativ hebt bombefest. Ich habe jetzt wirklich dran rum und numm geschraubt und habe die Softbox gedreht und gewendet und es wackelt nicht, es knarzt nichts. Wir sprechen über eine Softbox für 42 Euro. Sie ist für einen Hobbyanwender garantiert ausreichend hell. Wie gesagt, ich bin kein Fotograf. Ich kann mir jetzt da nicht ein Profi-Urteil bilden, aber hey, für mich hier in meinem Kellerbüro, YouTube-Studio-Verschnitt ist es wunderbar. Ich freue mich drüber. Der Geruch ist mittlerweile auch schon mehr oder weniger verflogen. Das ist alles in Ordnung soweit. Ich habe nur ein Manko. Das Anschlusskabel könnte ein bisschen länger sein. Das ist relativ kurz. Aber gut, im Notfall verlängert man es selber. Ist halt so. Ja, aber ich meine, wir reden über 42,99 € und da ist das Ding absolut sein Geld wert und ist sicher eine Bereicherung für jeden, der irgendwie anfängt, ein bisschen YouTube zu machen oder von mir aus zu Hause fotografieren oder sonst was. Es ist eine tolle Sache und für einen Einsteiger top. Also dann, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Bis dann, ciao.